Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gott sei Dank, dass der Gipfel vorbei ist, dass nichts Schlimmes im Sinne von eskalierenden Demonstrationen oder sogar einem terroristischen Anschlag passiert ist. Gott sei Dank, dass er war, wie er war. 4 Anträge von jeder Fraktion einer beschäftigen sich deshalb heute mit Recht im Nachklang mit den vergangenen Tagen. Zunächst zu den Anträgen der anderen Fraktionen. Zum Antrag der Grünen fällt mir eigentlich nichts anderes ein, als den Ausspruch Mephistos in Goethes Faust umzuwandeln, der da ja heißt, grau teurer Freund ist alle Theorie und Grün des Lebens goldener Baum. Da möchte ich sagen, grün teurer Freund ist alle Theorie. Dieser Antrag, sind Sie mir nicht böse, ist sowas von bürokratisch, wirklichkeitsfremd, praxisfremd, als könnten wir von Bayern aus hier die Welt ändern. Wir werden ihn ablehnen. Zum Antrag der CSU, zum Antrag der SPD. Sie enthalten alle auch das, was wir heute wollen, teilweise detaillierter, teilweise etwas globaler. Wir werden diesen Anträgen zustimmen. Zu unserem Antrag. Er enthält natürlich zunächst ganz viele Dankeschöns. Das erste Danke möchte ich eigentlich nicht aussprechen, nämlich das Dankeschön an die Demonstranten, weil es eigentlich selbstverständlich ist, dass dieses Grundrecht friedlich ausgeübt wird. Und wir danken ja auch nicht dem Steuerzahler, weil er pünktlich seine Steuern zahlt. Und wir danken ja auch nicht dem Autofahrer, dass er sich an die Regeln hält. Und von dem her, denke ich, ist es eigentlich auch fast etwas pervertierend in unserer Wertevorstellung, wenn wir uns für friedliches Demonstrieren bedanken, das eigentlich selbstverständlich ist. Ich denke, wir müssen uns bei denen bedanken, die im Rahmen dieser Demonstrationen, ob sie dafür zuständig waren, ob sie es organisiert haben, ob sie mitbeteiligt waren, sich eindeutig von gewaltbereiten Demonstranten distanzieren. Dafür ein Dankeschön. Der nächste Dank gilt aber natürlich allen Kommunalpolitikern vor Ort. Den vielen Gemeinderätinnen, Gemeinderäten, der Bürgermeisterin von Garmisch-Partenkirchen, dem Bürgermeister von Grün, den Bürgermeistern der anderen Orte in der Region, die die manchmal nicht einfache Aufgabe hatten, die politischen Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Gipfel vom Bund und Land vor Ort vertreten zu müssen und umsetzen zu müssen. Und das haben sie in vorbildlicher Weise gemacht und es ist ihnen in vorbildlicher Weise gelungen. Dafür danke. Ein besonderer Dank in diesem Zusammenhang dem Landrat Toni Speer, der sowohl bei der Vorbereitung als auch bei der, lasst's mir da ausreden, als bei der Durchführung eine wirklich schon durch seine Persönlichkeit auch vorgegebene, ausgewogene, beruhigende Präsenz gezeigt hat, dass er ein Bilderbuch-Bayer war, wie er im Buch steht. Ich meine, das hat sich niemand ausgesucht, aber das ist er und da war er. Also wenn der Gipfel in einem Landkreis hat stattfinden müssen, dann eigentlich in dem, wo er Landrat war oder ist. Der nächste Dank unsererseits und ich denke des ganzen Landtages gilt den Einsatzkräften der Hilfsorganisationen und der Rettungsdienste, Feuerwehr, THW, Rotes Kreuz, Malteser, Bundeswehr, Bergwacht, die zum großen Teil im Ehrenamt, und das muss man an dieser Stelle, glaube ich, auch noch mal extra betonen, im Ehrenamt ohne persönlichen Nutzen einfach aus Selbstverständnis herauf im Dienst an der Bevölkerung, im Dienst für Bayern, seit Monaten dieses Ereignis vorbereitet und in den Gipfeltagen effizient unterstützt haben. Ein Danke an diese Gruppe. Und der nächste Dank natürlich an die vielen
Polizistinnen und Polizisten Bayerns und aus den anderen Bundesländern. Und dass wir an dieser Stelle der bayerischen Polizei besonders danken, versteht sich auch wieder von selber. Und auch hier, glaube ich, muss man genau hinschauen. Wir danken denen, die überlegt und professionell an den Planungen beteiligt waren, lange bevor wir überhaupt den Gipfel zur Kenntnis genommen haben. Wir danken den vielen, die im Hintergrund die fehlenden Kolleginnen und Kollegen ersetzt haben, deren Arbeit mit übernommen haben, die Urlaubssperre mitgetragen haben und im Hintergrund ihren Teil zum Gelingen des Gipfels beigetragen haben. Und natürlich besonders danke an unsere Polizei vor Ort. Ich denke, besser als eine Zeitung es formuliert hat, Wasserbecher statt Wasserwerfer. Das war treffend, so ist es rübergekommen, so wurde es durchgeführt und dafür danken wir. Die Polizei war zeitgemäß ausgebildet, sie war professionell vorbereitet und sie war hochmotiviert und hat sich persönlich wunderbar eingesetzt. Danke. Und nicht vergessen werden darf aber auch, und das ist manchmal in der öffentlichen Berichterstattung untergegangen, der Dank an die Bürgerinnen und Bürger des Werdenfelser Landes. Ich denke, man muss besonders nennen die Bürger von Gleis, von Grün, von Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald, aber auch von den anderen Dörfern, Almen, Bauernhöfen, Orten, Kommunen drumherum. Sie mussten Ängste aushalten und wir betonen hier ausdrücklich, diese Ängste wurden nicht unsinnig gestört. Man hatte Bilder von Hamburg im Kopf, man hatte Bilder von Frankfurt im Kopf und es war gerechtfertigt, auch diese Ängste oder diese drohenden Gefahren beim Namen zu nennen und auf sie vorzubereitet sein. Aber die Bürger mussten damit umgehen. Die Bürger mussten Einschränkungen ihrer persönlichen und beruflichen Mobilität in Kauf nehmen. Sie sind sich am Schluss manchmal schon ein bisschen eingekesselt vorgekommen. Sie haben das akzeptiert und wir möchten an dieser Stelle den Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis danken, für ihre Geduld danken, für ihre Freundlichkeit danken, für ihre Herzlichkeit danken und dafür, dass sie sich mit Bayern und der bayerischen Politik, der deutschen Politik in diesem Fall, identifiziert haben. Und deswegen gebührt eigentlich der Bevölkerung dieser Gegend der Hauptdank. Unser Antrag von den Freien Wählern möchte in erster Linie, dass dieser Dank seitens des Landtags ganz offiziell ausgesprochen wird. Da habe ich jetzt aber keine Angst, nachdem alle sich hier Fraktionen damit beschäftigen. Wir wollen aber natürlich auch, dass die Endabrechnung transparent gemacht wird, was Überstunden angeht, was Einsatz der Polizei angeht, was Geld angeht. Politik kann und muss etwas kosten. Hier stimmen wir Worten des Ministerpräsidenten zu, aber es muss transparent sein. Es muss vermittelt werden, was wofür ausgegeben worden ist. Wir sind zuversichtlich, dass das die Regierung uns liefert. Und wir fordern drittens natürlich, dass das Sprichwort oder die Redensart, wer anschafft, der zahlt, auch hier gilt. Es sind eindeutig Mehrkosten durch die Verschiebung entstanden und wir möchten schon, und auch da sind wir natürlich guter Hoffnung, dass der Ministerpräsident aufgrund seiner guten Beziehungen und des Erfolges, den er ja jetzt mit Bayern hier vorweisen kann, vielleicht doch noch ein paar Steine im Brett hat bei der Bundeskanzlerin und hier noch ein bisschen mehr rausholt. Es ist so, wir Bayern müssen hier nicht die Hauptlast tragen, also da können es, glaube ich, schon noch nachbessern. Und letzte Forderung von uns, aber ich denke, auch da besteht hoffentlich Konsens, um bei den Sprichwörtern zu bleiben. Vom Lob und vom warmen Händedruck kann man nicht runterbeißen. Das heißt, für die vielen Überstunden, für die viele Mehrarbeit, die in vielen Bereichen und vor allem bei der Polizei geleistet worden ist, bitte ein zeitnaher Freizeitausgleich. Und wenn das bei der Polizei, weil ja unsere Sicherheit nicht gefährdet werden darf, vielleicht doch nicht in allen Bereichen geht, dann bitte eine unbürokratische, unkomplizierte Möglichkeit einer direkten Auszahlung, sodass der einzelne Polizist auch weiß, wofür er seinen Kopf, Gott sei Dank, nicht hinhalten musste. Wir bitten um Zustimmung für unseren Antrag. Danke. Dankeschön.
nächste